Ja, der Kameraperspektive rumgespackt. Das lustigste Wasser, das ich kenne, ist immer noch das aus Morrowind. Da hast du Kind, da läufst du nicht durch Wasser, da hast du Quecksilber. Ja, so ähnlich sah es auch aus bei das Bild. Kommst du nicht hoch? Der kann sich nicht festhalten. Oh, was ist denn das für ein schwacher Junge, ey? Das ist bestimmt ein 16 Stück. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man sich selbst irgendwo hochhalten kann. Kleine Frage, wer ist super leise? Ich bin super leise. Dann bin ich jetzt wieder lauter. Ich habe mich bloß von leiser gemacht, weil ich so mega übersteuert bin. Rüste deine Waffe über das Touchpad aus. Ja. Das hattest du aber schon, aber wir haben ja, das ist einmal er, das ist einmal ich und das ist einmal er. Aber ich glaube, du meinst den da, wa? Wahrscheinlich schon. Guck mal, jetzt aber auch Waffen. Ja, ich sag ja, ich renn einfach nur durch. Ganz normal für mich. Wenn ich da mal die Waffen übersehe, brauche auch kein Mensch. Idioten, renn vor mir weg. Naja. Oh, so ein bisschen hochgucken. Die haben Angst vor dir. Was? Ich mach den Regen erstmal wieder raus. Ja. Okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Wir fangen nämlich beide mit dem Buchstaben LOM an. Ich habe vor Jahren mal gefragt, ob ich dieses Tag einfach mal mitbenutzen darf und seitdem mache ich das einfach. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du ursprünglich tatsächlich gefragt hast oder ob du das einfach gemacht hast und dann gefragt hast. Nee, ich hatte glaube ich erst gefragt. Halt, mehr Kreis gedrückt zum Attackieren. Halt, Gummihammer. Toll! Oh! Grünes Dingsi. Ich meine, das ist irgendwas zum AP wieder auffüllen. Wahrscheinlich, ja. Darfst du nicht rein? Oder wir haben einfach seine Seele mitgenommen. Aber wir spielen ja kein Dark Souls. Nein, ja, ist mir egal, lass mich in Ruhe. Ich will die Dinger hier einsammeln. Irgendwo in der Traumwelt hat sich was getan. Ja, irgendwo. What the fuck? Hey! Das ist cool. Leviathan! Cool. I like it. War das ein Gegner? Nein, auch ein Espa, Bestia, Guardian Force, Beschwörung. Das ist ja cool. Oh nein, wir haben es verpasst, wie es hier reingesprungen ist. Ja, weil du nicht zurück wolltest. Oh, guck mal, ist das ein Frosch? Ja, das ist ein ganz schön großer Frosch, hä? Der ist doch. Das ist ungefähr so. Das ist ja eine Traumwelt. Ja, okay. Ist doch noch verhältnismäßig normal, wenn du die ausstreckst, die würde schon recht lang. Nein, bleib hier. Daneben. Wir spielen ja kein Diddy Kong Racing, wo du den Frosch drüber fahren kannst. Irgendwie ist das ganz schön witzig. Ah, okay, machen wir mal weiter mit der Story. Ja, wobei sich bei Leviathan, finde ich, nicht sehr viel geändert hat. Er ist ja eigentlich immer schon eine Schlange gewesen. Aber es war trotzdem aber eine ziemlich geile Einstellung. Er sah sie sehr gut aus. Oh, ich hab daneben gesprochen. Nee, du bist reingefallen. Okay. Nenn das bitte nicht springen. Du bist einfach weitergelaufen. Passiert. Ach, Marc. In der nächsten Pause werden wir uns mal denn die Pizza bestellen, oder? Oh, bitte. Mein Magen knurrt schon seit einer Stunde. Also mir ist das egal. Ich hab dir vorhin was zu essen angeboten. Knoppers. Na und? Wo ging's hier nochmal lang? Ich habe auch die Texte gar nicht gelesen vorhin, ne? Ich schon. Naja, im Final Fantasy hat auf eine Mythologie selbst dort nie wirklich was gegeben. Das würde bestimmt gefallen. Aber zumindest beim Aussehen von Leviathan haben sie meistens nie groß was dran geändert. Immer nur irgendwie geringe Nuancen, aber das war's. Naja, also das komplett selber ausdenken kann man sich ja auch nicht. Nee, das verlangt ja auch keiner. Jetzt gucke ich mich erstmal ein bisschen mehr mit um. Vielleicht kannst du ja die Tür aufmachen. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Warum? Aber da kommt schon. Das weiß ich nicht, Entschuldige. Die Mäusegröße, sage ich jetzt mal, kommt hier schon ganz schön gut rüber. Mhm.
Mit Bahamut selbst habe ich mich eigentlich nie befasst. Ich denke mal, der Name existiert in mehreren Mythologien, nicht nur in einer. Ist ja bei den meisten Viechern so. In dunkel, noch gesperrt. Aber ich glaube, es gibt doch irgendwo eine, wo er als Drache oder als Wurm oder wie auch immer man das diese Gattung bezeichnen kann, dann halt existiert. Kannst du mal rübergehen? Das Auto? Da. Nee, ich bin mit dem Auto rübergefahren. Schon. Ich bin ein Auto. Aber bei Harmut sind sie bis jetzt immer am kreativsten gewesen, was das Aussehen angeht. Bitte. Sorry. Erstmal durch die Hälfte durchgefahren. Bei der Größe hat das Viech ein bisschen was von The Last Guardian, wa? Ein kleines bisschen. Ich wusste, wo ich das den zuerst gesehen habe, habe ich auch unweigerlich daran denken müssen. Ja, danke für die Kameraeinstellung. Weil das Auto schon immer von vorne sieht. Ja, nutze die Rampe als Spiel. Die Rampe aus. Achso, okay. Das hat jetzt eine Weile Tic-Tac mal gemacht. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, you know? Ja. Kann ich dem Vieh irgendwie eine SMS zurückschreiben? Halt's Maul? Achso. Ich wollte jetzt eigentlich hoch, ne? Sieht nicht so aus. Achso, hier fällt mal wieder Tag, Nacht, bitte. Aber da waren noch ein paar solche. Oh. Das noch eins. Ja, die tauchen erst auf, wenn man in der Nähe ist. Frage ich mich natürlich auch, wie viel es davon gibt. Auch wenn die Kamera so nah dran ist, so matschige Texturen wie bei Wolfenstein sind es zumindest mal nicht. Ich nehme auch an, dass im endgültigen Spiel die Texturen noch deutlich besser aussehen werden. Vielleicht kannst du da rein oder ist das einfach nur da die, ein schwarzes Loch? Da die Demo eine. Na, nicht nur ein schwarzes Loch, ein Durchgang. Da die Demo ein eigenständiger Teil ist und kein. Und jetzt mit dem Spiel an und für sich nichts zu tun hat. Black Coffee. Die Japaner sind echt verrückt, die trinken ja Kaffee aus Dosen. Und? Würde ich auch? Ja, ich finde das ein bisschen crazy. Weißt du, was crazy ist? Unterhosen im Tiefkühlfach. Das ist crazy. Und dann anziehen. Das haben die nämlich. Echt? Ja. Okay. Ja, okay. Ja. Die haben auch Straßenautomaten, wo du die Unterwäsche rausziehen kannst. Also bei den Japanern ist alles möglich. Kann ich hier irgendwie den Gegner wechseln? Echt? Nur bei den Arabern? Okay. Was? Naja, ich beachte ein bisschen den Chat da. Na, ich sehe den ja nicht. Ich bin der Meinung, da ist irgendwie in der nordischen Mythologie da irgendwie drin, aber gut, man kann sich halt auch mal irren. Ja, ich glaube, die grünen Dinger geben abgewiesen. Was ist denn da? Du hast den schlicht und ergreifend nicht gekillt, er ist weggerannt. Geh mal noch nicht da hoch, da war noch eins. Oh, danke. Bitte schön. Ich bin auch manchmal sehr, sehr blind, gerade beim Spielen, wenn man selber spielt. Hast ja gesehen, ich bin durchgerannt, ich war in 5 Minuten durch. Du konntest das Ende nicht abwarten. Du wolltest wissen, wie es weitergeht. Die tiefe Story dieses Spiels. Dauert jetzt irgendwas? Ja. Oh, fuck. Hast du Fallschaden erlitten? Nee. Nö. Und klettern kann er nicht, ja, aber also runterfallen kann er. Er springt immer gleich. Und? Das finde ich ein bisschen schade. Dass er immer nur den rechten Fuß nach oben zieht, nicht auch mal den linken oder so. Weil wenn du aus dem Laufen springst, dann springst du auch mal mit dem anderen Fuß, eventuell Silberschalter freigespielt. Da darfst du nicht runter. Man kann sich's auch selbst zunichte machen, indem man sich an jedem kleinen Detail aufhängt, ey. Das ist so eine Sache, die Unity Engine gerade so geil macht. Das sind Animationen. Das hängt weniger mit der Engine zusammen. Wenn die Animation einfach nicht eingeplant ist, dann. In der Unreal 4 Engine gibt's so ein Feature. Was dann frame-abhängige, unterschiedliche Animationen abgespielt werden. Und du kannst auch die Animationen ineinander überblenden. Wie gesehen. Ja, Shiva ist ja auch mehr oder minder, je nachdem, wo man sie hernimmt, relativ original. Ja.
Die gibt's, glaube ich, immer in der nordischen Mythologie und immer im halt bei den Indern. Da gibt's ja auch so eine Shiva, aber die hat dann gleich mal 8 Arme. Oder sowas. Große Elefanten? Ja. Hä? Glaube. Das also der Angriffsbutton auf Kreis ist echt ungünstig, sag ich mal. Nee, dann ja. Die angreifen. Warum? Also bei Kingdom Hearts aber glaube ich auch. Ja. Echt, ja. Ich bin mega ungünstig. Ich möchte lieber eigentlich ehrlich gesagt mit Pierre angreifen. Das ist alles eine Gewohnheitssache. Stell's halt um. Ach, kannst du nicht, sitzt ja vor einer Konsole. Oh, warte mal, ich muss das von den Großen hier ein bisschen schneller. Warte mal. Nimm doch das Schwert. Nee, ich nehme das Feuerzeug. Feuerwerk. Das Feuerzeug. Ja, was denn? Hui, Feuerwerk! Ja, Feuerwerk, ich hab doch nicht getroffen. Echt? Ich bin der Meinung, die existiert doch noch woanders. Wow. Hat sich voll gelohnt, oder? Mhm. Da war das Feuer, was noch, was er vor, gegen den Steigiganten gezaubert hat, wesentlich besser. Ja, aber da war er noch kleiner. Größer. Also, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich hier das Schwert besser finde oder den Hammer. Ich würde sagen, der Hammer macht halt mehr Schaden, klar. Ja, und der andere, der greift jetzt schneller an und so, wie immer. Ja, ich würde wahrscheinlich erst sagen, erst Schwert und dann wechseln. Ja, wenn der Gegner am Boden liegt, wechseln. Na, ne? Sind jetzt hier viele Gegner? Böse Gegner. Die Musik ändert sich. Andere. Es wird dunkel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das an den Gegnern liegt. Könnte auch schichtenergreifend daran liegen, dass es Nacht wird. Ja, aber ich traue Final Fantasy zu, dass sie das Licht dynamisch den Gegnern anpassen. Hey. Ja, durchaus. Das auch gleich mal. Also der Hammer wäre mir persönlich zu langsam und bietet kein CC. Hm? Was? Ich dachte gerade erst, dass sich das Buch durch die Druckwelle irgendwie bewegt oder so. Aber das war einfach bloß die Druckwelle, die man gesehen hat. Nee, das war die optische Täuschung durch die Druckwelle. Was haben wir da? Kann ich nicht lesen. Kann ich nicht lesen, ja. Weißt du, was ich mir vorstelle gerade? Die haben vielleicht hier einfach Texturen genommen aus dem eigentlichen Spiel und haben die dann einfach bloß vergrößert, im Prinzip. Ja, sicher. Gestreckt. Deswegen sieht das jetzt hier an der Stelle so echt matschig aus. Wer weiß. Die werden sich da jetzt keinen großen Aufwand nochmal geleistet haben, da jetzt nochmal extra noch eine Demo rauszuprügeln, nur damit es mehr Leute gibt, die den Käse kaufen. Aber es ist das erste Spielbare immerhin nach wie vielen Jahren? 10 Jahren? Fast. Ich mag die Cracker. Ich weiß nicht gerade, warum man die hier so hinlegt, die Cracker. Aber hier ist ja alles extra so platziert. Außerdem ist es ein Traum. Mhm. Nicht runterspringen. Nicht. Was ist das? Ich habe ja nur gesagt, nicht runterspringen. Ist halt ein Kind, ne? Das ist ja aber auch schwer. Ja, danke. Zu viel. Ja. Ist er das freigeschalten jetzt? Hat sich so angehört. Hat sich so angehört. Warum sieht man denn? Du, das war doch gar gerade ein Schalter, oder? Ja. Sag mal. Ja. Mach mal schnell ein bisschen heller. Nochmal? Ja, so sieht's halt dann noch aus. Kannst du nochmal drauf? Ich will das mal gucken, wie es jetzt aussieht in der Nacht. Das sieht jetzt hier drin nicht so viel besser aus. Ja, also die Lichtquelle wird schon recht gut dargestellt. Kannst du nichts sagen. Nur weil du was trinken willst, war? Ja.
Auto, das will ich nicht. Ich will kein Auto. So, dann wieder mal ein Gefühl für das Spiel. Ich hab's halt im besten Moment abgegeben, wo der Kampf anfängt. Wenn du L reindrückst, den linken Stick reindrückst, dann fängt er an mit rennen. So was bin ich nicht gewohnt. Das Gegner anvisieren, also ist ein bisschen merkwürdig. Ich würde den gerne richtig locken. Kannst du doch. Ja. Ah, mit R3 reindrücken, das ist ja was. Das ist ja vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt, der Knopf. Mensch. Du musst ja zum Angreifen runtergehen. Wo du doch die ganze Zeit angreifen gedrückt hättest. Das finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht gibt es ja später noch irgendwie taktischer zu besser. Die dich dann dafür belohnen, wenn du den Knopf immer wieder drückst oder so. Nee. Da brauchst du nicht rechnen. Wahrscheinlich soll es auch so ein bisschen einen rundenbasierten Kampf mit simulieren, was halt gedrückt ist. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwie versuchen, diesen rundenbasierten Kampf zu simulieren. Wenn du L1 reindrückst, dann zentrierst du, glaube ich, die Kamera hinter dir. Die messen alle Alpen drauf. Ja. Ich find's toll, dass die Spiele das endlich inzwischen mit der Zeit mal geschafft haben, auch die Haare halbwegs vernünftig zu animieren. Ja. Ich glaube, das erste, wo das mit den Haaren so richtig, richtig cool war, da, das Tomb Raider. Ja, aber auch bloß auf AMD-Grafikkarten, glaube ich, war das. Das weiß ich nicht mehr. War das auch schon richtig cool? Das ist TES FX. Hat zwar die Grafikkarte in die Knie gezwungen, aber mein Gott. Wofür hat man denn zwei? Sagte derjenige, der noch eine, keine Ahnung, Asbach-Uralt-Grafikkarte im Rechner hat. So alt ist die gar nicht. Die ist so kacke. Naja. Ich glaube, ich sitze direkt vor dem Mario hier übrigens. No. Hat man noch gar nicht gesehen. Ja, das, was du kaputt gemacht hast. Ich hab's gar nicht kaputt gemacht, ich hab's zerrissen. Ja, sag ich doch, kaputt gemacht. Du machst alles kaputt. Gut, was? Dann trägt das doch so, was du gesagt hast. Ja. Halbwegs. Ja, ohne Mario natürlich. Ja, war ein spannender Endgegner Mario bei Kingdom Hearts platt machen. statt Sephiroth. Der große böse Nintendo. Ach, ich sitze vor den Mangas. Doch. Ich glaube, ich will mal die ganzen Bandkarten einfach mal kurz zu machen. Du kannst da eh nicht lesen. Hast du vorhin schon bewiesen. Hä, das ist gar kein Manga. Das ist ein Comic. Den muss man ja verkehrt umlesen. Mensch, ich hab's geschenkt bekommen. Da werde ich mich ja wohl kaum beschweren. Ey, danke für das Geschenk, aber das ist verkehrt rum. Das war. Es gab doch noch. Nee, ich glaube Kingdom Hearts war Kingdom Hearts der Manga, der so rum gemacht wurde. Zumindest für uns. Trotzdem Käse. Muss ja halt alles deutsch sein, ne? Ja, vielleicht liegt es daran, dass das so ein bisschen an das lustige Taschenbuch angelehnt ist. Kann doch sein. Was ist das? Es sind immerhin Disney-Charakter. Hier ist ein. Ja, ich denke mal, dass Disney da seine Finger noch im Spiel hat, dass sie das richtig rummachen. Ich habe ein Geschenk erhalten. Was hast du? Funkelschwert. Was macht das denn? Es funkelt. Ui. Vielleicht ein bisschen mehr Schaden statt 4 oder 9. Achso, dann kommt man ja vorhin hoch, ne? Das war ja die Rampe. Ich glaube ja. Dann laufen wir mal andersrum. Ich finde das hier gerade. Ich finde das ziemlich cool, dass sie genauso aussehen, wie die halt auch im Trickfilm aussahen. Ja, darauf haben sie Wert gelegt.
Interessanterweise heißen die beiden wirklich Chip und Chip in dem Spiel. Statt A-Hörnchen und B-Hörnchen. Nee, die hießen ja auch das A- und B-Hörnchen in der schlechten deutschen Übersetzung. Später wurden die ja auch im Deutschen in Chip und Chip umgetauft. Beziehungsweise, die wurden ja umgetauft. Es ist trotzdem eine Fehlentscheidung und schlechte Übersetzung, das Ding A-Hörnchen und B-Hörnchen zu nennen. Definitiv. Also tut mir leid. Im Original heißen die ja Chip and Dale. Jo. Die beiden hast du übrigens immer am Hals, Donald und Goofy, in dem Spiel. Wobei Donald ist viel sinnloser als Goofy. Er heilt dich nämlich nicht, wenn er soll. Der kann gar nicht heilen, der schmeißt auch plus Pots. Nö, der heilt auch. Zumindest wenn du Vita dann hast. Wer ist das? Das ist einmal Riku und das müsste Kairi sein. Kairi ist total nervig. Riku und Kairi. Kairi ist nervig. Ich kann einfach nicht. Ich hab keine Ahnung davon. Einfach gesagt. Hauptfigur, ja, Sora. Den Teller kenne ich. Protagonist. Bester Freund, der irgendwann mal verschollen geht. Okay. Beste Freundin. Mehr oder weniger, Rest kann man sich denken. Die auch irgendwann mal verschollen geht. Die musst du finden. Und die beiden kleben dir am Hals, bis du sie gefunden hast. Auch danach. Um es einfach zu sagen. Okay. Auch danach. Dann gibt es noch so Intermezzos für einmal PSP und einmal 3DS. Die so halt irgendwie mehr die Geschichten zwischen den Spielen erzählen, weil zwischen Teil 1 und Teil 2 ist es ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht musst du von weiter oben erst drauf springen. Na, wie soll ich denn da hochgehen? Das weiß ich nicht. Lol. Okay, vielleicht können wir das Spiel kaputt gemacht. Ich hab das. Du bist aber auch ein Brutalo. Klar. Genau aus dem Grund hat meine Schwester damals nie mein Lego gekriegt, als er alles kaputt gemacht hat. Ich finde das ganz mega witzig. Ich auch, deswegen mache ich's ja. Einfach mal da ranspringen, vielleicht einfach mal. Also, das eine muss sich ja auch nicht berühren. Nee, ich bin ja schon reingesprungen. Achso, okay. Da haben wir uns gerade so angeregt unterhalten. Ja, warte. Wo ist es denn da? Ah, okay. Einfach mal auf die Flasche springen? Ja, weil die auch gezogen ist. Ich komm mal ja nicht hoch. Ah, okay. Deswegen ist das ja so. Ich kann fliegen. Mann! Ich wollte eigentlich versuchen, dieses eine Klötzchen darüber zu schieben, damit ich da drauf springen kann. Ich glaube, auf die Klötze kannst du gar nicht drauf. Ich glaube, da glitschst du wieder durch den Boden durch. Da war noch was. Ha, man musste was kaputt machen, um irgendwo ranzukommen. Und ich glitsch mich hier durch. Ups. Man kann sich doch draufstellen. Aber wie sind die trotzdem? Die fühlen sich irgendwie an, als wären die aus Papier. Ja, es ist ein Traum. Auch mal abgesehen davon, ist es ein Wunder, dass du trotz der Physik, die in dem Klötzchen steckt, dich noch drauf bewegen kannst. Ja. Also, das bei anderen kannst Spielen, das funktioniert nicht so ganz. Das einfach umwerfen? Das links, ja. Ich dachte, vielleicht ist da irgendwas Hilfreiches. Ein Enterhaken oder ein Morphball. Wir spielen weder Zelda noch Metroid. Das ist Final Fantasy, das ist eine komplett andere Baustelle, das ist ein komplett anderes System. Ursprünglich waren es. Spiele auf Nintendo-Konsole, das ist aber immer zu weit weg, glaube ich. Upsi. Es war. Nur dummerweise war Nintendo der Meinung, Module einzusetzen statt CDs. Also hat sich Sony oder Square umentschieden. War das nicht irgendwie so, dass man für das Final Fantasy über 50 Module hätte gebraucht? Für Final Fantasy mehr, 7, viel mehr. Oder waren es 500? Irgendeine auf jeden Fall absurd hohe Zahl. Ich lasse es jetzt einfach. Die Zahl ist nur absurd hoch gewesen, der Preis ist auch absurd hoch gewesen für die Größe von Final Fantasy 7, die geplant war. Es war ja vorgesehen, dass es auf dem N64 rauskam, aber aufgrund dessen ist es eben nicht. Ja. Nee, war auch die bessere Entscheidung, muss man einfach so sagen. Oh ja, das Funkelschwert macht deutlich mehr Schaden. Und das Funkeln. Da kann man sich streiten, ob das die bessere Entscheidung ist oder nicht. Das ist jedem selbst überlassen. Ja, ich denke mal, Final Fantasy hat das gut getan. Nintendo nicht so natürlich.
Aber selber schuld, wenn man auf alte Technik setzt. Ich drücke mal aus Versehen auf Springen. Vor allem, du warst schon in der Waffenauswahlmenü drin, du hättest bloß mal eins anklicken müssen von diesem Feld. Da war nichts. Also, du musst eine auf eins draufklicken. Du hast die ja irgendwie bekommen, als du auf irgendeine Platte gestiegen bist. Ich glaube, ich habe die Platte schon alleine weggelassen. Ich bin ja einfach durchgelaufen. Naja. Macht nichts. Das ist kein Problem. Lilly. Guck einfach zu. Und wenn du weg musst, dann bist du halt weg. Wow. Wo fliegt der hin? Oh. Home Run, würde ich mal sagen. Das ist cool. Der hatte gerade eine ganz interessante Physik. Also das Wegfliegen und dann, aber das Fliegen selber war ganz cool. Ja. Das ist ja Captain. Okay. Herz. Es schickt mir einfach mal Herzchen. Gut, gut. Ich frage mich. Oh, Herzchen! Ich wollte gerade sagen, das Haus kannst du sicherlich auch kaputt machen. Das ist dir auf den Kopf gefallen. Dann will ich nochmal ganz kurz erklären, wer hier überhaupt sitzt, weil wir sind hier gerade unter uns. Da kann man die Leute auch mit dem Lampen sprechen. Das ist ja LOM Break, den hast du schon im Teamspeak gesehen. Der unfreundliche Kerl, der dich nicht in den Channel lässt. Ja, genau, der ist es. Aber mach dir darüber keinen Kopf. Und das ist meine Schwester Christine. Jo. Und ich bin der Marc. Kannst du aus dem Fenster gucken? Nee, ne? Ist zu hell, okay. Sonne. Ach, guck mal, seinen Hinterkopf an. Jetzt sieht das aus, als ob der richtig platinblonde Haare hätte, ja? Mhm. Aber auf grau sind es auf alle Fälle. Wow. Das ist die Lichtbrechung. War das jetzt mit Absicht? Ja. Okay. Ich will gucken. Das ist so ein komischer Lederstuhl, ne? Mhm. Sieht aus, als hättest du aus Matsch gebaut. Jetzt mal ganz ehrlich. Also. Ja. Klar, die Texturen sind jetzt nicht so hoch aufgelöst im Moment. Hm, genau, und genau deswegen haben sie sich halt für die CD entschieden. die paar Megabyte, die haben für Final Fantasy halt definitiv nicht gereicht und das wäre ein exorbitant teures Unterfangen geworden. Zu dem Spiel so eine Videokassette mit dazu verkaufen müssen dann für die ganzen Videosequenzen. Das wäre richtig sinnlos gewesen. Ja, wieso, es gab doch früher mal diese komischen Bücher, diese Abenteuerbücher, wo du dann Entscheidungen treffen musstest, wo dann da stand Blätter auf Seite 70. Da geht dann die Geschichte weiter. Ja, du meinst es wie bei den alten DOS-Spielen mit Kopierschutz. Handbuch, Seite XY, dritte Wort von oben, ja, da gibt das ein, dann kannst du spielen oder okay. Was? Und dann bei Final Fantasy dann halt, wenn das auf dem N64 mit einer VHS rausgekommen wäre, da hätten die dann, wenn jetzt so eine Cutscene gekommen wäre, dann da gestanden, spule jetzt auf der VHS auf Minute sowieso. Ja, genau. Oh, jetzt machst du. Oh, krass, die Kerze. Das war die richtige Entscheidung. Es hat technisch absolut keinen Sinn ergeben, auch nur ansatzweise für das N64 dieses große Spiel zu fertig zu programmieren. Oder so. Kann man echt nicht nachtrauern. Aber es sind ja mal ein paar Prototypen-Bilder dann doch nochmal im Netz aufgetaucht. Ja, das Spiel wurde ja für das N64 entwickelt. Die haben ja angefangen. Aber es hat sich früh rausgestellt, dass das Spiel zu groß wird und dann haben sie gesagt, schlicht und ergreifend, nö. Was nach wie vor goldrichtig ist. Tja, was haben wir jetzt? Achso, nee, von den ganzen Punkten haben wir jetzt nur das Schwert bekommen. Bis jetzt richtig? Ja. Ja, und. Nee, da war doch noch so eine Silberdingsbums. Warte. Oh, Funkenschlag, den müsste man noch ausprobieren. Später. Ich würde mal sagen, das ist Feuer und Feuerer. Ja, wahrscheinlich. Soll ich mal? Kannst du machen, kostet nur MP. Wir haben aber nur 5 davon. Ja, ich glaube, das sind die MP-Kosten, nicht die Aufladung, oder? Oh, nee, Blitz. Oh. Dann müsste es irgendwo noch einen Eiszauber geben. Jetzt hat er. Es sind bloß noch 4 da. Aha. Mhm. Okay. Na gut, MP-Kosten hat der Große erst. Ist ja nur ein Traum. Ja, glitschig ich ruhig ein bisschen durch. Die Kamera macht mich gerade echt. Da war noch was versteckt. Mhm. Deswegen machst du das. Die Kamera macht mich auch ein bisschen wuschig.
Das ist, in dem Moment leider ein bisschen schade, aber es ist ja auch immer noch bloß eine Demo. Am Ende macht es ja auch glücklich, wenn's, wenn man da irgendwie merkt, dass es halt doch noch Kanten hat. Na, solange sie die Kanten geschliffen kriegen, ist alles wunderbar. Ey, kannst du mit dem Schwert die Tasse kaputt hauen? Nee. Oh, schade. Hab ich schon probiert. Okay, mit dem Hammer? Das ist ein Gummihammer. 3 cm groß. Nein, ja, man haut einfach durch. Okay. Wollen wir durchgehen? Na dann. Willst du dann den Boss besiegen? Kann ich machen. Damit du auch mal kämpfst? Juhu. Ich trinke meinen Kaffee. Der bestimmt jetzt schon kalt ist. Wahrscheinlich, ja. Offensiv- und Defensivmodus. Um automatisch und dich automatisch gegen Angriffe zu verteidigen. Achtung, selbst im Defensivmodus schützt dich nicht vollständig vor besonders schweren Angriffen. Ja, okay. Wenn er der große Böse mit Spalt angreift und dann mit seinem riesengroßen. Das Viech heißt Stahlgigant. Ja. Der böse Gegner. Ja, ich gebe mir Mühe. Und dich ein bisschen. Also Augen zu und durch. Geh dir noch ein Eis kaufen. Ich mache, bis es zum Kämpfen geht. Von mir aus, wenn du willst. Wie gesagt, ich habe ja den Großteil habe ich ja schon durchgerannt.